Ihr müsst euch mal überlegen, Leute, ich habe in diesem scheiß Spiel, also es ist ja, es macht Spaß, das Game, aber es ist an sich so bad gemacht. Wir haben das mittlerweile, ja, wir haben einfach so viele Stunden in diesem Spiel. Ich glaube, Real Talk, kein anderer Mensch hat Schlag den Star für den PC so viel gespielt wie wir. Basti! Basti! Okay, Bro, aber jetzt scheiß mal auf mögen oder nicht mögen. Jetzt geht's jetzt mal ums Eingemachte. Jetzt geht's ums Eingemachte, Digga. Okay, warte mal, lass uns kurz den Titel festlegen. Was schreibst du in den Titel, Bro? Kevin und Basti mit so einem Dings, dann steht dahinter Zickzack 2.0, Ausrufezeichen Cape, in Klammern Code, BastiGG steht bei mir. Was kann man damit machen? Man kann tatsächlich mehr oder weniger das schönste Cape im Badlands Store sich kaufen und tatsächlich 10% sparen. Achso, Bruder, ich wollte jetzt keine Werbung machen. Warte, was haben wir gesagt? 20 Subs? Okay, also die 200-Euro-Wette. Ja, easy. So, mach halt noch so 200 und dann 200.00,00 Euro. Oh, weißt du? Smart, damit es die Cents noch sind. Dann sieht es aus wie 20.000. Dann sieht es aus wie eine 200.000-Euro-Wette, aber in Wirklichkeit geht es um 200 Euro. In Wirklichkeit geht es eigentlich nicht mal um 200, sondern einfach nur um 100. Die Junge, das ist der Ultra-Scam. Perfekt. Kevin, man muss halt gucken, wo man bleibt so ein bisschen. Ne? Okay, wir machen eine komplette Show um 200 Euro. 100 Euro immer noch. Aber ja, um 100 Euro, aber eigentlich 200. Um eine Menge Geld. Oh, das ist so ein Schmutzspiel. Jetzt wollen wir es erklären oder lassen wir es einfach? Leute, versuch's gar nicht erst zu verstehen. Ja, so Mastermind ist das genau, Leute. Basti, kannst du es bitte machen? Fertig? Los. Ja, gerne, Bruder. Spielt ihr wirklich um 200k? Nein, nein, nein. 200,000 Euro. Das war ein Voller Sieg. Ja, mach es. Basti. So, jetzt fängt das eigentliche Spiel an. Ich bin übel an. Okay, wir müssen einfach nur im richtigen Moment einfach den so Funkposition. Oh, ich wünschte, ich hätte jemanden, der mich so professionell die ganze Zeit kratzt über die Ziellinie und krault und massiert so im Hintergrund. Hierbei jetzt eure Bewerbung an papaplatte@azubi.de. Oh, du hast einen gechoked, oder? Ich hab's gesehen. Ja. Ich hab, oder? Working fight this feeling anymore. Man kann da jetzt auch eine Wissenschaft. Mit dem Fußballverein dieser Stadt gewann Diego Armando Maradona den UEFA Cup. Dicker, woher soll ich das wissen? Kennst du Maradona? Ja, der Name sagt mir was. Ich weiß nicht mal, wo Barcelona ist, Bro. Ich glaube irgendwo hier. Also Maradona ist ein argentinischer Fußballspieler. Und ich weiß, dass er halt seine längste Zeit bei Napoli gespielt hat in Italien. Aber ich habe keine Ahnung, ob Napoli damals mit ihm den UEFA Cup gewonnen hatte. Aber ich würde einfach Napoli sagen. Neapel, Italien. Ja. Also der Königspalast welcher Stadt ruht auf den Mauern einer maurischen Burg? Namens Alcázar. Das sagt mir irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Alcázar? Ich denke da als erstes so irgendwie Richtung Azteken oder so. Come on, ich gehe jetzt einfach auch mal. Ich gehe mal mit Spanien. Alcázar klingt für mich einfach nur Spanisch. Ich habe keine Ahnung, was für eine Burg das hätte sein können. Dementsprechend gehen wir mal nach Madrid. Okay, ich packe den einfach mal hier hin, weil ich vermute, dass es irgendwo Europa ist. Madrid. Oh, es war wirklich Madrid, so wie ich gesagt habe. Durch welche deutsche Landeshauptstadt fließt der Rhein? Digga, warum muss ich bei den schweren Fragen? Warum muss ich bei den schweren Fragen immer als erstes machen? Was ist Frankfurt gewesen? Keine Ahnung, Frankfurt, scheiße. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Frankfurt ist keine Landeshauptstadt. Nö, ist mir auch egal. Keine Ahnung, ich habe halt ehrlich, ich kenne mich nicht. Frankfurt am Main. Ich würde trotzdem auf die Landeshauptstadt kommen. Welche würde ich denn treffen wollen? Kann es Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Junge, ich hab's aber. Und Kevin, das. Ich bin näher. Ja. Aber, ey, ganz kurz, können wir festhalten, dass ich auch Düsseldorf gesagt habe, aber. Pass gut auf. In welcher Stadt befindet sich das Hotel Bellagio mit dessen weltberühmter Springbrunnenanlage vor dem Hotel? Also, weltberühmte Hotel mit einem Springbrunnenanlage vom Hotel ist halt für mich, denke ich, als erstes halt an Las Vegas. Deswegen würde ich halt mal nach Nevada gehen. Ist Las Vegas so weit drin? Ist doch eher hier so, oder? Ja, ich. Las Vegas, USA. Oh mein Gott, ein Kilometer! Um ein Kilometer! Halt dein Maul! Alter, du hast doch einen Kilometer geholt hast, Bro. Aber jetzt mal ganz kurz. Was ist das denn für eine Verkackung? Nein, hör mal zu. Ich habe das verdient, weil ich alle vier Städte gerade in a row wusste. Ich wusste alle vier Städte. Nein. Ich habe das verdient. Sei bitte ehrlich. Hier geht weiter. Nein, Zeit sich zu blamieren. Entweder ist es in, wie heißt es? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist auch egal. Auf jeden Fall das. Und dann denke ich an London. Ah, San Francisco meine ich, Bro. San Francisco, USA. Oh mein Gott. Ja! Ja! Bam, Alter, let's go, Chef! Das war richtig. Mann, Leute, er hat einfach überlegt zwischen London, London und Kalifornien und ich verliere den. Naja, ist okay. Okay, das ist ein Spiel für Männer. Das ist ein Spiel für mich. Ah! Das hast du noch nicht so richtig im Griff. Was? Echt jetzt? Beeindruckend. So muss das sein. Ein Sieg ist eine verhinderte Niederlage. Was? Wait, was? So. Dieses Spiel ging an Kevin. Digga, wir haben dafür damals 50 Euro ausgegeben. Achso, ich hab den Punkt bekommen. Ich dachte, du. Nein. Ja, scheiß auf. Ja. Ja, so. Er rafft's jetzt erst. Ich hab's nicht gecheckt. Nächste Frage, bitte. Es ist Game Stuck. Das ist das Game. Oh nein. Nee, warte.
Das kommt doch jetzt gerade. Das Game Triangel. Oh, es kann sein, dass deine Musikinstrumente jetzt weg sind, also die du richtig erraten hast. Okay, warte, mach ich zwei Fehler, okay? Okay, ja, das ist eine Ut gewesen. Absolut richtig. Was bist du für ein ehrenloser Kevin? Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Knarre. Ja, das könnte richtig sein. Konzertgitarre ist sehr falsch. Das ist wirklich eine Knarre, oder? Das ist Knarre. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott, nee, Bro. Das passt nicht. Kirchenglocken. Well, I can't fight this feeling anymore. Digga, das musst du doch wissen. Digga, Papa Platte. Oh mein Gott. Digga, wenn ich die Glocke bei dir auf YouTube aktiviere, ist das dann eine Plattenglocke? Aber weiter geht's. Oh nein! Bro! Es sind wirklich die letzten Rotzgames. Waren es fünf? Ich hatte sechs. Oh nee, das war's dann an der Stelle, Bruder. Die Antwort ist ja! Okay. Oha, ist der krass heute. 21. Richtig. Ja! Oh, er ist der König, Leute, er ist der König. Wow, das war gut. Bitte. Nee, 25. Stimmt. Ja! Let's go! Libra Spice Trap! Ein Glückstreffer! Boom, dude! Was ist eine Regatta? Segel-Turnier? Wie nennt man das? Segel-Wettbewerb hier. Hab ich sogar schon mitgefahren einmal. Alter, schon wieder ein Weirder Flex, let's go. Segel-Wettbewerb. Wer war der Erfinder der Ready-Mates? Wow, was? Für drei Monate. Was sind Ready-Mates? Also, wenn ich zum Beispiel Minecraft spielen möchte. Nein. Und ich halt frage, ob du bereit bist und dann sagst du mir, Nein, du. Nach welchem Astronomen benannten die Entwickler das Weltraumteleskop der NASA und ESA? Ich try, scheiß drauf. Ich glaube Hubble. No joke, ich glaube es ist Hubble. Ich glaube, ich weiß es. Das Hubble-Teleskop? Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Edwin Hubble. Weiter so. Let's go. War das Digga, einmal im Physik-LK aufgepasst. Let's go. Welche Münze wird in den USA Penny genannt? Das war ein Penny, ein Viertel Dollar, Viertel... Nee, ein Penny. 5 Cent war mein erster Guess. I don't know. Ist das 1 Cent? 5 Cent? Ich bin gar nicht sicher. Hier ist die Offer. Oh mein Gott, das ist 1 Cent. Digga, so lost. Ja, ist obvious. Ich mag nimmer. Dutzend, oder? Weiter mal. Ah, Säckchen! Säckchen! Digga, du weißt nicht mehr, wie die Games heißen, ne? Säckchen! Funktioniert. Juhu! Erstmal wieder drei miteinander spielen. Danke, Fati! Komm, eine 8 oder runter. Mm. Das war ein guter Treffer. Oh. Wahrscheinlich 9 gesaved, oder? Oh, shit, Alter. Okay. Ach so! Jo! Nein. Bitte? Ja! Oh, boom, Alter! So schwer war das gar nicht. Okay, das haben wir gebraucht. Komm, gib mir nach. Der ist oh, ich box gleich meinen Bildschirm ein, Bro. Wirklich, ist passiert. Oh mein Gott, bitte. Das Säckchen muss erstmal zum Kicken kommen. Okay, ich muss jetzt eine 910 hitten, richtig? Das ist mein letzter Wurf? Ja. Nee, das war's nicht. Ja! Wow, der ist in einem schönen Bogen gelandet. Ja, zu stechen. Ja! Oh mein Gott, shut up! Boah, krass, stark, no joke. Nein! Oder? Wait, what? Warte, ich hab die 9 bekommen. Nein, aber ich hab das ist nicht dein Ernst. Ich hab's bekommen! Ich hab die 3 noch mitbekommen. Junge, oh mein Gott! In welchem Haus wohnt Harry Potter in Hogwarts? Mann, warum kriegst du denn alle zuerst? Ach du Scheiße, Dicker. Ich dachte jetzt, dass er da bei seinen komischen Großeltern da gewohnt hat oder was. Mann. Ja, Digga, keine Ahnung, Gryffindor. Digga, bitte, ihr Duratel! Ich weiß nicht, was ist das, wo war? Richtig ist Gryffindor. Digga, du weißt nicht, dass Harry Potter ein Gryffin... Nein, Digga, ich hab die Scheiße noch nie gesehen. Easy, Bro. Stell euch vor, ihr seid Basti, dude, jetzt in dem Moment. Digga. Und stell euch vor, ihr seid schon den ganzen Tag an so einer Minecraft-Challenge rumgestruggelt. In welcher Stadt findet die Oscar-Verleihung statt? Muss ich raten, wahrscheinlich Los Angeles. Alles andere macht ja nicht so richtig Sinn, oder? Los Angeles. Yo, GG, wa? Weiter so. Ich kässe hier gleich noch so hart Karma, Bro. Ich werde Basti holen, ist noch gut. Aber ist egal, für den Moment, ich enjoy es. 12,
Türme von Hanoi. Okay, Basti, viel Spaß, Bro. Basti hasst dieses Game so sehr. Alright, Bro, willst du starten? Warte. Ich überlege gerade. Ich male es mir gerade vor Augen aus, aber ich bin so lost immer da drin. Ah, oh, was ist mit mir los? Ich kann mich nicht konzentrieren gerade. Okay, scheiß drauf. Es ist dumm, was ich gerade mache. Ich choke, Mann, Alter. Ich hasse mein Leben so sehr, Leute. Also hier muss quasi... Digga, ich hasse es so sehr, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, Alter. Mann, ich hab so gut angefangen. Ich schwöre, ich hab so gut angefangen. Ich hab so gut angefangen. Boah, wirklich, ich hatte so kurz Hoffnung. Ich hab wirklich kurz gedacht, Alter, holy shit. Ich hab einmal gedacht, dass Karma mir einen Gefallen tut und ich das jetzt echt hinkriege. So, sorry, hallo? Bro, war deine Tastatur wirklich kaputt oder war nein, das gerade... Nein. Achso, das Game okay. Hat sich gerade wieder aufgehangen. Hast du Alter 4 gedrückt, Bro? Nee. Ich muss einfach wieder reintappen. Ich bin übertilt wegen dieser Minecraft-Challenge. Das ist so alles im Hinterkopf. So, ich muss diese geschafft haben, wirklich. Alles das, cool. Hat jemand eventuell noch meine linke und untere Pfeiltaste gesehen? Wait, hast du auf deine Tastatur gesmashed? Nee, ich hab die Tasten so eins. Das ist so ein Rage. Weißt du, normalerweise würdest du auf die Tastatur hauen. Ich... Nimm so einzeln diese Tastendinger ab, so aber richtig so fürsorglich und leg sie so einfach. Nein, das hast du gemacht. Ja, ich bin mit meiner Hand so drüber gefahren, dann sind die so alle abgegangen. Ach, Bro, Real Talk, ich weiß, Basti, du hast es gerade, aber no joke. Ich lieb's, wenn du sauer bist, wirklich. Ja, wenn du also, tilt bist, ist das Beste auf der Welt, dude. So, weißt du, jetzt fehlt nur noch, dass unten meine Fußcam angeht, auf einmal Szene gewechselt, auf einmal ich lieg mich, weißt du? Ich lieg mich, wie so ein Idiot. Das wäre der coolste Weg, sich zu liegen, einfach, ich schwöre. Hättest du auch gesagt? Nee, ich hab's nicht so schnell gesagt. Super. Es gibt 4 Marienkäfer. Bro, du musst die Punkte zählen, nicht wie viele da sind. Wenn sie jetzt erst zuschalten, einfach so jeder langlaufen, der denkt, das ist ein zweiter so. Nicht. 5. 3 Käfer und 1 Katze. Du hast gedrückt, oha! Oh, ich hatte 28, glaube ich, aber not sure. Das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Let's go, GG. Das war jetzt GG. Die. Der Sieger steht fest. Es ist Kevin. Ey, Bro, GG, du warst not sure ultra funny, Mann. Ja, war cool. Nee, war cool. Danke dir fürs Zocken. War direkt aus. Alles klar, nach jedem Auf gibt's einen Ab. Nee, yes, sir. Nach jedem Ab gibt's einen Auf, WTF.